Für uns geht es heute in die Outlets. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Tag 4 müsste es jetzt sein in Walt Disney World. Aber heute lasse ich erstmal kein Disney-Content, sondern wir sind jetzt hier zu den Outlets gefahren. Hey, das Wetter ist heute perfekt zum Shoppen. 14 Grad, Nieselregen, Wind. Also besser hier als in den Parks unterwegs zu sein. Und wir sind jetzt hier, ich muss tatsächlich gleich nochmal den Namen nachschauen. Auf jeden Fall in dem Outlet in der Nähe von Disney Springs. Haben Uber genommen heute Morgen. War wirklich sehr, also Uber hier ist eine ganz tolle Sache. Wir sind aber 4 Personen, das heißt, wir müssen immer Uber XL buchen, weil man darf halt nicht vorne sitzen. Und damit auch alle reinpassen, müssen wir immer XL buchen. Das ist ein bisschen teurer, aber durch 4, wir haben jetzt $16 inklusive Trinkgeld bezahlt. Durch 4 sind $4 pro Person, das kann man echt mal machen. Ja. Ansonsten schauen wir mal, was es hier für Shops gibt. Hier gibt es auch einen Disney Outlet Shop. Und dann nehme ich euch heute ein bisschen mit. Vielleicht fahre ich heute Abend noch zu Epcot. Mal sehen, wie lange wir hier noch so unterwegs sind. Der erste Stop wird für uns Disney Character Warehouse sein. Das ist hier das Disney Outlet. Und mal gucken, was für Schnäppchen wir da finden. Ja, hier ist ganz viel Merchandise reduziert. Hier ist zum Beispiel ein Popcorn Bucket für $15. Halloween Crocs, für die Crocs so Sticker. Ja, die kennen wir alle, die gab es ja bei Shop Disney auch. Die kosten jetzt hier $15. Aber sowas kann ich halt nicht mitnehmen. Sieht aus, als würde es Weihnachtsmerch noch gar nicht geben. Erst eher Halloween. Das T-Shirt kostet $10 für Kinder. Da hinten ist ein bisschen was an Weihnachten. Schauen wir mal. Mickey-Handschuh. Hier gibt es ein Ink and Paint Spirit Jersey, aber tatsächlich nur in XS und nur XS tatsächlich. Mickey Clips. Also sehr, sehr viel Halloween Merch. Babysachen gibt es jetzt auch, sehr süße Sachen hier. Bronze Jersey gibt es hier auch. Ein paar Polo-Shirts. Hier ist ein Spirit Jersey. Spricht mich aber auch nicht so an. Leggings ist ganz süß. Ahora me voy a comprar la sopa.
Also ehrlich gesagt spricht mich hier nicht so viel an. Oder ich habe Fieber. So wenig Merch, wie ich kaufe. Also ich war jetzt ein bisschen enttäuscht vom Warehouse, aber ich habe mir tatsächlich vorher schon Videos angeguckt und die Auswahl war jetzt nicht so berauschend. Oder ich bin einfach krank. Ich weiß es nicht. Irgendwie sagt mir das Merchandise hier nicht so zu. Ich kaufe irgendwie sau wenig. Mal gucken. Ja, ihr habt ein paar Sachen gesehen aus dem Character Warehouse. Ich habe nichts gekauft. Wir haben was für meinen Neffen gekauft. Und meine Mama wollte einen Schlüsselanhänger. Ich habe mir gar nichts gekauft hier. Irgendwie Halloween-Merch hat mich jetzt nicht angesprochen. Und ja, deswegen schlendern wir weiter. Als nächstes gehen wir wahrscheinlich hier zu Michael Kors. Hier gibt es alles Mögliche. Ich zeige euch mal später einen Plan. Michael Kors, Prada, Tommy Hilfiger, Adidas. Also alle möglichen Firmen sind hier vertreten. Und hinter mir seht ihr auch noch das Food Court. Da werden wir auch später noch was zu essen holen. Ja, wir waren jetzt gerade bei Levi's. Ich habe mir zwei Jeans ausgesucht. $111 für zwei Paar. Ist okay. Und wir haben übrigens, zeige ich euch mal, einen kleinen Trolley dabei. Ihr seht ihn da. Ist ganz praktisch, wenn man hier einkaufen geht. Da muss man die Taschen nicht rumschleppen. Also als Tipp, nehmt euch einen Trolley mit. Ja, wir sind jetzt fertig. Jetzt 15 Uhr. Wir sind gegen 10 Uhr hier angekommen. Ja, also begeistert bin ich jetzt hier nicht von den Outlets. Ich habe mir nur bei Levi's was gekauft. Die anderen bei Puma, Nike, Adidas, so ein bisschen was. Aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Wir fahren jetzt tatsächlich in die Florida Mall, da mir einige auf Instagram geschrieben haben, dass sich die tatsächlich wohl besser lohnt. Mal sehen. Und dann wollen wir noch in einen Walmart. Muss ja sein. Ja, wir sind jetzt bei der Florida Mall angekommen oder schon länger und sind ja auch durchgelaufen, aber es ist halt Samstagnachmittag und wie das auch bei uns in Deutschland ist, da gehen die meisten einkaufen. Das war brechend voll. Hat mich jetzt auch kein Store angesprochen. Ich habe auch nichts auf meiner Wunschliste, was ich jetzt unbedingt hier aus Amerika unbedingt brauche. An Klamotten oder so. Wenn mir was ins Auge fallen würde, hätte ich es mir natürlich gekauft, aber es ist nicht, dass ich irgendwas brauche. Jetzt fahren wir natürlich noch in Walmart, noch ein paar was Sachen für, zu essen kaufen für die nächsten Tage und dann auch noch ein paar Süßigkeiten, amerikanische und so, aber ob ich heute Abend noch nach Epcot mich aufraffen kann, ist auch noch eine Frage. Um 9 Uhr läuft Harmonious, würde ich schon gerne gucken. Mal gucken, wie lange wir in Walmart verbringen. Wir fahren jetzt noch eine halbe Stunde bis zum Walmart. Der ist in der Nähe bei uns, in der Nähe am Disneyland Paris, sag ich schon. Und an Walt Disney World. Ja, da Brina und Daniel waren heute im Disneyland Paris. Deswegen muss ich gerade dran denken. Nee, jetzt waren wir auf unseren Uber-Fahrer, der demnächst auch hier da sein sollte. Und ja, dann geht's in Walmart und dann geht's ab ins Hotel. Ich weiß noch nicht. Ich würde schon gerne heute noch nach Epcot fahren. So, wir sind jetzt hier bei Walmart und ja, hier gibt es ganz, ganz viel Disney-Merchandise für natürlich einen günstigeren Preis. Hier gibt es auch Tassen und Marks. Kostet solch eine Tasse irgendwie $8. Doch Lanyards, also ja, ich nehme euch mal ein bisschen mit hier durch den Walmart.
Ja, wir sind jetzt hier im Pop Central Resort wieder angekommen. Es ist 7:30. Ich könnte es tatsächlich schaffen noch nach Epcot. Um 9 Uhr ist das Feuerwerk. Aber das ist mir tatsächlich jetzt ein bisschen zu stressig. Und es ist auch relativ kalt. Das heißt, Epcot-Feuerwerk verschiebe ich auf ein andermal. Vielleicht direkt morgen Abend. Ich muss mal gucken. Ich habe ja meine Reservierung morgen bei Be Our Guest im Magic Kingdom um 16 Uhr und dann vielleicht nochmal zurück nach Epcot, weil morgen früh wollen wir auch noch Epcot. Mal sehen. Wird halt viel Hin- und Herfahrerei, aber so kann ich mal die Monorail hin- und her fahren. Ja, jetzt gehen wir zurück aufs Zimmer. Ich zeige euch gleich, was wir alles ein bisschen gekauft haben. Im Walmart sehr viel Süßigkeiten. Und ja, ansonsten ist mein Paket von Loungeplay auch angekommen. Das kann ich euch auch noch gleich zeigen. Und dann beende ich den Vlog, weil ja, so viel passiert ist heute leider nicht. Das heißt, sorry, dass der Vlog nicht so wie erwartet war. Aber so ist das manchmal. Ich bin heute auch froh, einfach ein bisschen früher ins Bett zu kommen und dann morgen wieder neu durchzustarten. Also hier eine kleine Ausbeute unserer Süßigkeiten. Reese's Cookies, Oreo mit Toffee. Hier ist ein bisschen was an Schminke für meine Freundin. Hat sich gewünscht. Dann haben wir hier noch Kit Kat Mint, Hershey's Schokolade, Hershey's Oreo, Hershey's Reese's, Reese's mit Nougat, Twizzlers. Ja, hier ist einiges dabei. Dann Reese's mit Brezel. Starbucks, Jellies, dieses Cheetos, den liebe ich, also mag sehr gerne die Chips, M&M's, Brezel, was haben wir hier noch? Immer noch Jolly Stranger Hard Candy, ja, und Kisses Birthday Cake. Und mein Paket von Loungefly ist gestern angekommen, hat ohne Probleme geklappt, hat mir Disney sogar ins Hotelzimmer gebracht. Einmal hier der Bambi-Rock, das Mary Poppins-T-Shirt, der passende Mary Poppins-Rock, werdet ihr alles im Hall ausgepackt sehen, und das passende Bambi-T-Shirt. Genau. Ja, das war unsere Ausbeute. Bei Levi's habe ich mir, wie gesagt, 2 Jeanshosen gekauft, ansonsten nicht so viel. Und ja, damit verabschiede ich mich bei euch für heute und wir sehen uns morgen in Epcot. Thank you.